Hallo Freunde und herzlich willkommen bei JG-Kritik. Heute gibt es meine kurze Meinung zur Blu-ray von St. Vincent. Und zwar wurde mir das Ganze von Polyband ein bisschen früher zugeschickt, heißt, ich habe jetzt die Blu-ray. Und jetzt werde ich ein paar Worte zu der Verpackung selber verlieren. Danach gehe ich noch kurz auf den Inhalt ein und danach reden wir noch ein bisschen über die Specials. Danach bekommt ihr eine kurze Daumenbewertung und dann wisst ihr, ob es sich lohnt, das Ding zu kaufen oder eben auch nicht. Wir beginnen also mit der Verpackung selber. Übrigens, kurze Information, das Ganze ist ab dem 29. Mai in allen Läden erhältlich. Also wir beginnen natürlich mit der Verpackung. Hier haben wir erstmal so eine Papier-Steckhülle. Vorne drauf haben wir dann das Hauptplakat mit Schauspieler Bill Murray, Melissa McCarthy und Naomi Watts. Wie der Kleine heißt, steht hier leider nicht und ich habe es auch leider vergessen, tut mir leid. Also, so sieht das Ganze quasi von vorne aus. Wir drehen das Ganze um, dann haben wir hier jede Menge Inhaltstext, ein paar Kurzkritiken und jede Menge Informationen sowie Bilder. Und das war es doch eigentlich schon, nicht so richtig spektakulär. Vorne, da habe ich schon das Wendecover reingetan, haben wir kein normales Wendecover, wie wir das so kennen, sondern eher ja so ein Umdrehbild, einfach so eine Art... Ja, was ist denn das? Hier so eine Art, ja, kleines 16:9, vielleicht ein bisschen breiteres Bild einfach vom Film. Und innen drin haben wir dann einfach die Blu-ray. So sieht das Ganze also aus. Dann machen wir das wieder zu, verpacken es wieder und legen das Ganze einfach mal weg. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Inhalt. Und in dem Film geht es eben im Prinzip ganz kurz darum, dass eben Mutter und Sohn in eine neue Straße kommen und da eben auch dieser grimmige Nachbar wohnt, nämlich gespielt von Bill Murray. Und naja, der hat ziemlich viele Probleme, auch die Familie hat ziemlich viele Probleme. Es läuft letztendlich daraus, dass eben der kleine Sohn bei Bill Murray zum Babysitten immer den Tag verbringt und dabei geschehen dann erstmal ziemlich viele komische, skurrile Momente. Außerdem soll das Ganze relativ witzig werden und ganz am Ende wird dann eben der Mürrige so ein bisschen, ja, besser, ein besserer Mensch, in Anführungszeichen. Das ist so die grobe Story und ich muss sagen, der Film hatte auf jeden Fall ganz viel Potenzial, wenn es darum geht, ein besonderer Film zu werden, der eigentlich nur so einen, ja, unbesonderen Grundplot hat und genau das versucht der Film auch zu machen und dabei gibt es allerdings einige Probleme, heißt, der Film ist leider gar nicht so witzig, wie er eigentlich hätte werden können, was vor allem daran liegt, dass man eben, ja, diese Grundsituation, die ja erstmal so ein bisschen witzig schon ist, ganz alter Mann und grimmiger Mann und kleiner Junge, die hätte viel witziger ausgearbeitet werden können. Das Grundproblem ist einfach, wie die beiden Charaktere gegenübergestellt sind, hat man einfach nicht so viel Reibungsfläche, wo sich die beiden irgendwie gegenseitig, ja, einfach ärgern können quasi. Und zwar sind beide ein bisschen zurückhaltend und reiben nicht so richtig aneinander und wäre eben der kleine Junge ein bisschen frecher, ein bisschen, ja, draufgängiger, dann hätte man hier viel mehr, ich sag mal, mürriger alter Mann und freches kleines Kind ärgern sich gegenseitig Momente und die fehlen einfach ein bisschen und dann hat man hier und da einfach so ein paar Momente, wo man schon auf der Couch sitzt und einfach schon so lacht, wo man denkt, jetzt gleich kommt der Witz und dann kommt da gar kein Witz und dann ist man irgendwie ein bisschen enttäuscht und dann plätschert der Film einfach so vor sich hin und dann fehlt es ihm einfach so ein bisschen an Pfeffer, so ein bisschen an Humor einfach und dann ist das Ganze relativ, ja... vor sich hin plätschern, glaube ich, beschreibt es einfach ganz gut, wie der Film letztendlich so vom Verhalten einfach so ist. Und dann gibt es auf der gegenüberliegenden Seite hier und da einfach so Momente und Szenen, die ganz für sich alleine stehen, die witzig sind, die wirklich total besonders sind, wo man ein bisschen Gänsehaut bekommt, wo einfach auch eine coole Botschaft übertragen wird. Und da muss ich wirklich sagen, allein für diese Momente lohnt es sich dann schon, sich das Ganze mal anzuschauen, wobei diese Momente im gesamten Film leider Mangelware irgendwo sind. Heißt, das Ganze ist auf jeden Fall knapp überdurchschnittlich gut, wahrscheinlich so ein 6-Punkte-Film bei mir ungefähr. Und hätte auf jeden Fall um einiges besser sein können. Da wurde viel Potenzial meiner Meinung nach verschenkt. Und trotzdem sind die Schauspieler, das muss man auch noch an der Stelle erwähnen, wirklich zufriedenstellend. Eben Naomi Watts, Bill Murray und Melissa McCarthy. Das macht auf jeden Fall Spaß, den zuzuschauen. Aber wie gesagt, der Film hätte inhaltlich einiges mehr machen können. Ist nebenbei aber auch ein Regiedebüt. Heißt, ich verstehe auf jeden Fall, dass man nicht beim ersten Mal direkt alles richtig macht. Dementsprechend inhaltlich auch ein mittelmäßiger Film. Und wir gehen weiter zu den Specials. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Film so gut wie gar nichts mitgebracht. Da haben wir eine kurze Featurette, die relativ, ja, interessant am Anfang ist, aber dann noch total schnell abbaut, denn im Prinzip hat man ansonsten wirklich nur noch Pressekonferenzen und Interviews sowie B-Rolls. Das sind alles so Sachen, die interessieren eigentlich so richtig. Und da hätte man auf jeden Fall um einiges mehr noch reinbringen können, einfach wie das Ganze entstanden ist, wie man mit den Leuten gearbeitet hat. Und naja, vielleicht hat man sich einfach gedacht, das ist es uns nicht wert bei so einem kleinen Film etc. Auf jeden Fall war ich da auf jeden Fall auch, auf jeden Fall nicht doppelt, sondern ich war in dem Fall einfach ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte und hätte mir ein bisschen mehr gewünscht.
Insofern bin ich auch schon durch mit der Besprechung. Insgesamt bekommt die Blu-ray von mir so einen Daumen, ja, so einen mittleren Daumen einfach. Also den kann man sich kaufen, wenn man weiß, dass man den Film mag, wenn man ihn vielleicht schon im Kino geguckt hat oder wenn einem der Trailer gefällt. Ansonsten würde ich eher sagen, ist das Geld nicht so richtig wert? Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, dass die Bilder sehen so toll aus, dass man das jetzt auf Blu-ray kaufen muss. Da reicht, denke ich, auch die DVD. Wie gesagt, ist ein typischer Mittelding-Film mit ganz netten Schauspielern. Kann man machen, muss man nicht. Und das war meine Kritik zur Blu-ray von St. Vincent. Und jetzt sind wir auch schon durch. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns jetzt einfach hier auf der Endcard wieder. Denn hier könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt. Außerdem gibt es hier eine Reihe an Social-Media-Links. Und da kommt ihr noch zu einer anderen Kritik und einem anderen Trailer. Gerne draufklicken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis demnächst.